Also. Stellen hier noch eine. Oh, ich bin voll spät dran. Und ich hoffe, der pullt nicht. Okay, sehr gut. Der hat nicht gepullt, ist gut. Das ist gut, hallo. Cleany Sweeney. Ja, ich bin echt spät dran. Ich bin echt spät dran, muss ich leider sagen. Aber es ist noch, ja, ich muss jetzt trotzdem eine Box stellen, weil sonst dauern die ganzen hier zu lange. Und die machen mir 1 Milliarde Damage. Und ich heile mich ja auch. So. Jetzt haben wir leider 2 Jahre keine Box. Keine. Oh, das war ziemlich smart. Wow, wenn es immer so klappt. Not bad. Der ist da schön reingepult, gelaufen, gepult, gelaufen. So, jetzt stellen wir noch eine Boxy-Schmoxy. Wir machen aber ordentliches Damage hier. Ordentlich. Kann der vielleicht noch einen tanken? Okay, nee, kann er nicht. Gut. Gut, 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 gut. So, dann gucken wir mal. Also, die sind sehr tanky. Die haben Malphite Midlane, aber ist die Frage, wird das ein Full-AP-Malphite? Oder wird das ein AD-Malphite? Was machen Sachen? Das ist so die erste Frage, die man sich stellt. Was ist hier los? Das hier müsste reichen. Noch ein. Nee, das passt. Das passt schon. So, dann gehen wir mal bei den Gegnern lunsen. Mal wieder wohl noch lunsen dürfen. Also, weil sonst haben die halt 2 Tanks. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir halt irgendwie. Wir können nur mal lunsen. Mal wieder wohl noch lunsen dürfen. Oh, der ist sogar noch da, aber. Wie hoch ist die Chance, dass er jetzt nicht gleich kommt? Der kommt doch jetzt gleich, oder? Naja, man kann es ja mal versuchen. Oh, shit, da ist er. Ah, shit, ich hätte ihn wegsmiten können. Aber ist vielleicht besser so. Oh, der in der Mitte hat aber auch wenig HP. Also es geht wenig. Ich würde sagen, es geht wenig. Probieren wir es mal. Vielleicht hat er nicht gewardet. Könnte sein. Voyage, voyage, jetzt. Und Slip. Wap, 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 wap. Ja, wie geht's dir, War Machine? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Guck mal, das haben wir perfekt gemacht. Wir haben den Hackerim weggebaitet. Durch optimales Baiting. Und haben gleichzeitig einen Kill erzielt. Perfetto, sag ich da. Perfetto, perfetto, perfetto. So, ihr müsst halt ein bisschen mit Köpfchen spielen, Leute. Ne, man muss immer so ein bisschen das Köpfchen benutzen. Klar, ich weiß, dem einen oder anderen fällt es ein bisschen schwerer. Aber, das ist, wie man es macht. Mit Kopf spielen. Und jetzt werden wir nämlich... Ah, Totti! Er friendzoned mich! Ah, nochmal die Kurve gekriegt. Nochmal die Kurve gekriegt. Spielt noch mehr Hearthstone. Ich finde, ganz ehrlich, ich habe damals immer eine Zeit lang immer mal wieder Hearthstone gespielt. Ich würde sagen, bevor ich Hearthstone spiele, würde ich lieber Runeterra spielen. Runeterra ist das bessere Hearthstone. Sage ich jetzt einfach mal. Würde ich so sagen und ich würde es jederzeit wieder sagen. Alleine bei Hearthstone, dass du jeden Zug 1000 Sekunden warten musst, wenn der Gegner AFK ist. Also sorry, aber das geht gar nicht. Vor allem für mich als Geduldsunmensch, Ungeduldsunmensch, Mensch, Geduldsunmensch, Mensch. Ne, also wenn du da warten musst, dass der Gegner... Es gibt so Leute, die machen das absichtlich. Und es gibt halt bei Hearthstone Leute, das ist das große Problem, die spielen Hearthstone nebenbei. Ja. Das heißt, die machen, gucken einen Film oder die machen, keine Ahnung, Sexdate oder was weiß ich und spielen nebenbei Hearthstone. Das heißt, die sind immer nur so ab und zu da und machen dann ihren Zug. Und dann dauert das immer richtig lange, bis sie was machen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Wirklich, es gibt nichts Schlimmeres. Guck mal, er sagt sogar Thank you, Shaco. Wow. Wow, miau. Voyage, voyage. So, gucken wir mal. Gut, da spielen zu wenig Leute. Was heißt, da spielen zu wenig Leute? Zu wenig von deinen... Ein Kreditkartenspiel. Zu wenig von deinen Freunden? Oder insgesamt zu wenig? Weil insgesamt zu wenig... Also man findet ja immer Instant Game. Das ist ja kein Argument. So. Und Hearthstone ist doch bestimmt mit Runeterra auch weniger geworden, oder nicht? Und in Hearthstone musst du halt viel mehr Geld rein investieren als in... Also wirklich viel mehr als in Runeterra. Also wirklich viel mehr. So, wo können wir das machen? Midlane, Botlane, Midlane, Botlane. We are gonna freeze that. Wir haben ja so Botlane. Okay, cool, 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 cool. Cool, 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 cool.
Vielleicht können wir da unten dann ja ganken, wenn die Freeze Arena und so. Was können wir machen? Wir müssen jetzt wieder unser Köpfchen benutzen. Wir müssen smart sein. Smart und klug gleichzeitig. Toplane ist tot. Nee, ist er nicht. Wenn er jetzt stirbt, nee. Gut, wir können natürlich jetzt, weil er oben ist, nehmen wir seinen Red Buff weg. Snappity, snappity, snack, snack machen wir da jetzt. Zap. Finde beide jetzt nicht sonderlich spannend. Ja gut, das ist ja Geschmackssache. Was heißt Geschmackssache auf Englisch? Tasting Sake. Tasting Sake. Ja, also das ist ja Tasting Sake, ob du es halt magst oder nicht. Ob du halt auf Kartenspiele magst und stehst, ne? Ist ja wie Haarfarbe. Reden wir uns das ein, dass wir auf Haarfarben stehen? Meint ihr, das ist nur, weil wir uns das einreden? Ich stehe auf Blond, ich stehe auf Brunett? Oder gibt es das wirklich? Oder ist das uns so vorgegeben, weil wir uns das einreden? Oh, ich bin da, Boys. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Leviarium, Leviosa, Box, Box, mach doch mal was. Okay, dann nicht. Wie geht's hier unten? Ich hätte noch einen Ignite. Aber, ja gut. Ich könnte noch igniten. Das Ding ist, sie killt mich gleich. Ja. Und Slip. Was? Slip. Sehr schön, Leute. Ob wir fett sind, habe ich gefragt. Ich bin Bergbauer. 2-0-1-0-0-1-2-0-1-0. So, hier buschen wir auch nochmal fix den Laden durch. Hat ja sowas bekommen. Naja, ein Assist, ne? Man kann ja... Ein Assist ist ein Assist. Man kann ja den Abend nicht vor der Lane lohnen, oder? So, zack. Schön. Schön, schön, schön. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir kaufen uns erstmal richtig geile Schuhe. So richtig, richtig geile Schuhe kaufen wir uns. Ich kenne niemanden, den die Haarfarbe kehrt. Doch schon. Doch fast voll viel, oder? Alex Gila, so. Also stopp. Hauptsache Puls, würde ich sagen. Okay, das ist so die Mindestvoraussetzung vielleicht. Also doch, schon voll viele gibt es so. Ich stehe auf Blond, ich stehe auf Brunett, ich stehe nicht auf Grün oder so. Hä, doch, ich würde sagen, das sind schon sehr viele Menschen, die so sind. Das sinke ich mal schon. So, was können wir machen? Midlane, ich bin dabei. Ich bin fast da. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist perfekt. Das sieht sehr... das ist aber gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht 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 schlecht. Und jetzt komm. Schako, Schako, Schnack, 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 Schnacko. Schako, Schnacko, schnell hinter. Ja, ja, ja. Sie weiß nicht, welcher der richtige ist. Weiß es nicht, aber sie wird gleich einen Doppelbalt machen. Shit. Ich bin extra zur Seite gestappt, aber no, aber no. Komm, klon, 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 klon. Ah. Na gut. Es war okay. Wir sind schon wieder oben. Okay, wir können aber uns Buffs snacken. Aber schön, Leute. 3-0. Mit Köpfchen. Das Köpfchen ins Köpfchen. Dieser Jungler, der wird noch richtig. Die Frage ist halt, gehen wir... Das hier wird ein Full-AB-Mail-Fight. Wir könnten hier eine Gale-Force-Runde... Ich glaube, wir machen mal wieder einen Galigen. So einen schönen, schnellen Galigen. So eine richtige... Naja, wie sagt man, eine Durchfahrt. Eine Durchfahrt, eine Abfahrt. 3-0 Köpfchen, Chaco. Ja, ich weiß, es ist halt... Chaco ist gerade mein einziger Jungler, aber er macht einfach mir am meisten Spaß. Er ist cool... Er hilft den Leuten und er ist cool. So, wir können wir was machen. Wir können seinen Blue Buff. Ich glaube, sein Blue Buff ist ab. Den snacken wir, weil ich ja mit Köpfchen spiele. Slip, Slip. Also ja, vielleicht könnten wir auch mit Watch spielen. Das wäre ja noch so die Edition. Aber. Denkst du, Dodge ist mit Penalties noch worth? Nee, ich glaube nicht. Also es kommt drauf an, aber... Also, es kommt echt drauf an, wenn du jetzt ein Gamer so sagst, ja Leute, die Leute flamen sich schon übelst krass. Das wird auf jeden Fall, also solche Games, wo die Leute schon sich in der Champ Select flamen, die sind halt meistens Land Down Under, ne? So, wir müssen auch mehr Objectives machen, das heißt, naja, Erddrach ist nicht so cool, aber hier Arald, Leute, wo geprickelt hat in meinem Bauchnabel, der macht übel viel Damage. Können wir uns den jetzt schon snacken? Ne, jetzt ist schlecht, weil Taunty ist da und Blue Buffer ist da von seinen, theoretisch, ist beides weg, aber... Er denkt es halt. Das heißt, was wir machen könnten, ist, wir trappen ihn oder wir ganken mit. Ich glaube, wir trappen ihn. Wir machen so eine Trap Nation. Oder machen die gerade Drake? Die haben Drake gemacht. Okay, dann schnappe ich mir Herald. Das ist aber nicht schlimm, weil Erddrache, Leute. Was will ich mit Erddrache? Erddrache. Hier, Feuerdrache. Den gönne ich mir. Den können wir gönnen. Ne, weil, also ich bin ja auch eher der Brünett-Typ, aber rede ich mir das ein? Ist das alles eine Lüge? Das weiß ich nicht, das weiß niemand. D
So, hier ist noch eine Safebox. Eine Safebox, ein Komm. Ah, irgendwann geht das Auge nicht mehr auf. Ich glaube, ab dem letzten geht es nicht mehr auf. Man kann ihn nicht mit einem Auge one-shotten, quasi. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, was können wir machen? 7 Tage lang, was können wir machen? So ein Durst. Können wir hier einmal die Viecher mitnehmen? Wir haben auch echt Geld. Wir sollten vielleicht mal... Oh, komm schon. So. Guck mal, wir können auch schnell backporten. Alleine dafür war es schon worth. Worth 1000. Also, Gaily? Ja. Ja, mach mal eine Gaily. Mach mal eine schöne Gaily. Mach mal eine schöne Gaily. Gaily, Smiley, Whaley. So, machen wir mal das hier weg. So. Cool. So, gucken wir mal, was können wir machen? Botlane vielleicht? Wäre das ein Deal? Ich meine, ich habe ja auch Harald. Wo will ich Harald benutzen? Ich benutze es, also es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Am besten wäre es wahrscheinlich, um da, wo man den ersten Turm kriegt. Aber ich würde es am liebsten da benutzen, wo wir am wenigsten Platten bekommen. Das heißt, die Lane, die am schlechtesten läuft, Top Lane. Deswegen gehe ich jetzt zur Top Lane. Und hau da rein. Den Harald. In the making. Dann schnappen wir uns jetzt noch eben... Ich wollte eigentlich Botlane ganken, aber naja, hilft nix, ne? Hilft nix. Schnappen wir uns noch einen Taunty. Vielleicht... Naja, der ist back. Vielleicht ist er ja... Ah, ne, ich glaube, ich gank ihn gleich mit Wukong da. Ich hätte überlegt, ob wir jetzt... Vielleicht hat er keinen Teleport, ob wir das direkt jetzt in seinen Turm reinballern. Ne, okay, Botlane stirbt. Wie sieht's aus? Ist aber noch okay. So, wir pingen mal. Och, Leute. Okay, Wukong ist unten. Das ist eigentlich, wertig gesagt, perfekt. Naja, also, klar, meine Botlane ist gestorben. Für meinen Plan ist perfekt. La Curazza. Wir machen noch erst die Minions Wave, weil das ist smartes Play. Naja, also so ein bisschen, weil sonst... Jetzt helfen die Minions nämlich den Harald und sonst macht er es alleine. Und Abfahrt. Und jetzt... Liberty Bum. Zambali. Oh, das war ein richtig schönes Zambali. Und Leute, how to get rich very fast. Alter, er schießt ja auch die Bananen raus. Batz, der hört gleich auf. Ist das, achso, das ist seine W, ne? Oh shit, was ist hier los? Den könnten wir aber eventuell in the making machen. Nice. Hier ist eine Box. You can't pass the box. Haha, you can't. Ich hab's dir auch gesagt. Loop. Der hat eventuell Ult. Müssen wir aufpassen. Okay, jetzt hat er kein Ult. Wir können eh mal. Okay, alle sind tot. Ich bin einfach weg. Oh, ich glaube, der kommt. Okay, pascht. Ja, wir haben den ganzen Turm abgerissen, Leute. Reiß den Tower ab. Ganzen Turm einfach. Spielst du lieber AP oder AC? Ich muss definitiv sagen, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, AP-Shaco ist cooler, AD-Shaco ist the way to go. Also, keine Ahnung. AP-Shaco ist halt so lustig und listig, quasi L und L. Aber AD-Shaco kann einfach Dinge machen. Du kannst Leute töten. Du kannst Leuten helfen und du kannst Leute töten. Mit AP-Shaco ist das so, du bist irgendwie abhängig von anderen und so. Weil du hast selber nicht genug Schaden, um eine Person completely out of the box zu nehmen. So, also jetzt, machen wir jetzt oder nicht? Die sind halt schon tanky, die beiden, ne? Und der fängt, glaube ich, jetzt an, tanky zu werden. Oh, ein Gale Force oder nicht, ey? Ja, komm, mach mal den doch, oder? Boah, das ist schon wieder Quatsch. Ich meine, ich muss ja nur Jinx töten, oder? Nee, wir machen das jetzt so. Ich hasse Tanks. I hate Tanks. Ich bin Tank-Hater. So, als nächstes gehen wir aber Essence Revor. Lustig und listig. Jawolli. So, Botlane. Diesmal gehen wir. Müssen mal Botlane ein bisschen helfen. Abyssal. Wir könnten aber, ich würde vielleicht vorher noch Blue Buff nehmen, aber vielleicht auch nicht. Oh, ein bisschen früh, ich bekomme noch nicht so schnell. Oh, dieser Grab. Ist die Balance im Grab da gewesen? Wow, wirklich? Wow. Einfach big wow.
Ein big, big wow. Alles abbekommen. Best way to play Shaco is to pick a different champ? No, no, no. Mit Galeforce wäre das nicht passiert. Das wahrscheinlich. Um jetzt mal honest zu sein, wäre das mit Galeforce halt wirklich nicht passiert. Weil ich dann an sie rangedasht wäre und ihr einen Slibbity Bub gegeben hätte. Aber manchmal ist es halt. Es wäre auch nicht passiert, hätte ich meinen Ult ein bisschen später gedrückt. So, aber jetzt müssen wir weiter hier, ihr Leute. 3-1-3 ist noch okay, ich komme. Ich bin in the making. Okay, der ist tot. Ich habe leider keine Ult und ohne Ult bin ich nicht so cool, muss man sagen. Also wir können mal gucken, wie cool ich bin. Also Leute, ohne Galeforce, ohne Kraken wäre das nicht passiert, will ich kurz mal sagen. Der hat gar nicht gecheckt, wie ihm geschah. Also ich hatte ja nichts. Ich hatte nur Ignite. Ohne Box. Nenne ich Outside the Box denken, Inside the Box denken. Und zum Jungle Clearen ist halt Kraken auch geiler, muss man sagen. Ja, weil Gale macht halt im Jungle gar nichts. Ne? Das ist eine Vase. So, er hat auch keine Ult. Können wir den... Naja, also, theoretisch könnte ich ihn töten. Die Frage ist nur, ob er weg... Oh, kommt, Leute. Ich hätte hinter ihn ulten sollen. Jetzt rennt er nämlich einfach weg, oder? Ja, Leute, also ich will nichts sagen, aber mit Galeforce wäre auch das... Das wäre vielleicht passiert, aber es wäre... Warum? Wisst ihr, warum es nicht passiert wäre? Weil es seit hier unten immer noch auf Cooldown gewesen wäre. Also bitte. Also please. Oh, ich brauche Infernal Drake. Frage ist, schaffe ich den ohne Klon? Ich würde erstmal gucken, ob ich ihm Dreadbuff Snaggity Snack mache. Snaggity Snack. Genau, er ist da gerade in der Mitte. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, schnappen wir uns Dragon? Ja, guck mal, der krabbelt da noch in der Mitte rum. Wir könnten ihn natürlich jetzt so auf Shaco-Manier abfangen. Ich weiß nicht, okay, er läuft nach oben. Ja, dann hole ich mir jetzt Infernal, Leute. Man muss Prioritäten setzen. Hier ist zwar richtig viel am Laufen, aber Priorities, Leute. Ich hoffe, dass ich hätte hier mal, ich hätte den Anti-Warder nehmen sollen. Aber ich habe jetzt perfekt meine Box. Oh, Leute, ich komme jetzt hier nicht zum Dragon, oder? Schaffe ich den? Soll ich den abbrechen? Den schaffe ich. Leute, okay, ich bin dafür gestorben, aber für den Infernal Dragon kann man auch mal sterben, oder? Hallo, Bella. Für einen Infernal Drake, you can die. So, jetzt haben wir Sense Reaver. Was? Jetzt, die Frage ist ja immer. Eigentlich, wenn ich Kraken baue, will ich ein bisschen tanky gehen. Aber wir könnten auch einfach Full Damage Krake spielen. Wir probieren mal eine Full Damage Krake, Leute. Quasi einen Penta-Octopus. Ein Pentapus. Frage ist, was kaufen wir als nächstes? Wir haben ja jetzt zweimal Crit. Wir könnten einen Infinity Swatch kaufen. Oder den hier. Oh, der. Der. Wobei der Slow halt nicht so geil ist. Aber der. Weiß ich nicht. Drake sein Leben. Ja, guck mal, Objective-Jungler, Leute. Beide Objectives geholt. Hier ist sogar noch ein Herald. Wobei der zweite Herald, muss ich sagen, erstens ist er jetzt eh weg und zweitens interessiert er mich auch überhaupt nicht. Der einzige Grund, warum ich Heralds mache, ist, weil ich Geld vom Turm bekomme. Es gibt jetzt eh keine Platten mehr. Also, was soll der Geiz? What should be the... Was heißt Geiz auf Englisch? Goats. So Golds. Gut. Wo können wir was machen? Ich bin jetzt schon strong, würde ich sagen. Super strong. Super strong. Slibbity bibbity bibbity bap. So, Malphite. Malphite ist halt auch im Late Game eine Vase, ne? Muss man sagen. Also er hat, also AP ist er, also auf AD ist super broken. Aber auf AP, nee, er kann schon strong sein in gewisser Weise, aber wenn du keinen tötest, wie jetzt, dann bist du tot. Das ist wie fressen und gefressen werden. Ulten und nicht geultet. Ja, ich bin schneller als er. Würde ich so behaupten. Guck, was will er jetzt machen? Was? Ha? Was? Was will er machen? Nichts. Wäre er ein Tank? Guck mal. Stellt euch vor, ihr spielt einen Tank. Und baut ihn nicht auf Tank, Leute. Imagine that. Imagine that. Warum sollte man einen Tank nicht auf Tank spielen? Ich meine, Tanks sind gigabroken. Like gigabroken. Oh Mann, so viel, aber ich habe noch Kunde auf Q, Leute. Oh, perfekt, Leute. Oh, perfekt. 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 Perfetto. Perfetto. Slibbidi, bibbidi, bibbidi, bib. Und jetzt können wir nämlich auch ihn töten, weil wir Krake dabei haben.
Seriocision. Hier tut so gut, du dein. Au, au, au. Aber irgendwie ist mein Klon immer noch ein bisschen crappy irgendwie. Manchmal, ich habe das Gefühl, der ist nicht mehr so wie früher. Da, der hat sich einfach verändert. Er hat sich verändert, er ist anders geworden. Manchmal klappt es richtig gut mit dem Klon. Manchmal überhaupt nicht. Manchmal greift er einfach nicht an, habe ich das Feeling. Wir müssen gucken, es könnte sein, dass er Ultimate hat. Ha. So, wir kaufen jetzt, das habe ich gesagt. Boah, ich, das Ding wäre schon cool, theoretisch, aber praktisch weiß ich nicht. Den habe ich gekillt, okay, cool. Die hätte ich gerne gekillt, aber naja, vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob es reicht. Doch, die Antwort ist doch, es reicht. Mit Ulti, guck mal, wofür Gale Force? 8-2, Leute. Sakramente. Oh, da unten ist ein Freak. Oh nein, die hat mich gesehen. Shit. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, shit. Guten Tag. Ha. Guten Abend. Bitte tötet mich nicht. Geht fort. Gehen Sie bitte fort. Geht bitte fort. Okay, was kaufen wir? Wir haben 2 Fünfe. 2 Fünfe haben wir. Ich würde ja gerne die Kanone noch nehmen, aber ich glaube, die killt mich tatsächlich. Die gönnen wir uns noch. No! Der hat Bock. Okay, passt auf, ich prank ihn jetzt. Passt auf. Ah, shit, okay. Ich dachte, das ist irgendwie... Okay, es war zu offensichtlich. Na gut. Na gut. Na gut. Schade. Hat er das, den Rauch gesehen? Weiß ich nicht. So, sollen wir das Ding kaufen? Der ist schon cool, aber... Und Armor Pen brauche ich eigentlich nicht. Passt mal auf, wir haben eh genug Damage, oder? Dann lassen wir hier doch eben noch Sterax gönnen, oder? Styraxium Leviosa, ein bisschen. Zack, zack, zack. Kaufen noch eben den und kaufen noch den. Hallo, geht da bitte drauf. Schön. Seriocisione. Seriocisione. Ich bin sogar alleine hier, der Carry. Schön. Schön. So, wir nehmen noch 2, 3 Minions hier mit. Slip und Slap. Chip und Chap. Auf jeden Fall ist der cool, der Chip und Chap. Oder Chap. Kann man eigentlich... unterscheiden, wer Chip war und Chap? Also klar kann das unterscheiden, aber hatten die irgendwie, war der eine dumm und der andere cool? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, Chip war immer so dieser Ernste. Und Chap war dieser Troll, oder? So, Wasserdrache. Ich würde jemanden abfangen, der kommt. Da würde ich mich sehen. Oh boy! No! No, 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 no. Guten Abend! Okay. Ja, es war ein bisschen dumm. War ein bisschen dumm. Es war ein bisschen dumm. Schade, Marmelade. Passiert. Passiert, passiert. Aber Styrax ist da. Für solche Fälle wäre Styrax halt cool, ne? Hallo, Chris! Oh, das sieht aber gut aus, oder? Sieht es gut aus? Naja, Urgot ist halt nicht da, ne? Er farmt halt oben, während Drake da ist. Rudi. Reblinius Maximus. Naja, gut. Ich hätte vielleicht... Die Frage ist halt, was kaufen... Das ist halt das Coole. Man kann alles kaufen auf Shaco. Es ist völlig egal. Ich glaube, Lifesteal wäre cool. Das hier vielleicht. Ein bisschen Lifesteal. Oder Sanguine. Sanguine wäre auch sahnig. Sani wäre das. Oh, Drache ist sogar noch da. Perfetto. Die sind alle low. Da gönne ich mir jetzt jemanden. Leider werde ich also die nicht gönnen. Aber naja, gut. Dann gönnen wir uns Drache. Stulle der ja so? Nee, dann hätte der ja nicht 4-6, ne? Guck mal, den schnappen wir jetzt. Mann, ich brauche aber das andere Trinket. Also gewardet habe ich nicht und das andere Trinket hätte ich gebraucht. Hier nochmal Krake, Leute. Da geht auch der Drache viel besser. Ne? Bisher sprechen viele Dinge für Krake. Dein Ernst? Du Miststück. Das war gar nicht so gemeint. Ja, wobei, vielleicht doch. Ich bin Shaco. Ah, ja, ich bin raus. Guck mal, Styrax. Ha! Haha! It's me, Shaco! It's me! It's me! Styrax! Ich bin aber noch nicht fertig mit euch, Leute. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig! Ah, okay, doch. Jetzt bin ich fertig. Warum stehen da so viele? Okay, was kaufen? Ich glaube, ganz ehrlich, was wir jetzt brauchen, es wäre Lifesteal.
Und Infinity Switch. Das heißt, wir machen erstmal das und jetzt kaufen wir Infinities. Gurt. Gurt, 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 Gurt. Ja, aber man kann, das ist halt wirklich der Punkt. Du kannst, es gibt hier kein Item, wo ich sagen würde, du kannst alles bauen. Klar, gibt es welche, die sind besser, welche sind schlechter. Du kannst halt die Nudeln kochen warm, du kannst die Nudeln kochen kalt, aber im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas dabei ist, sogar auch AP-Items, ne? Ich könnte jetzt ein Stundenglas kaufen. Ich nehme jetzt irgendein Item und sage, ich könnte es kaufen. Ich nehme das hier. Das könnte ich kaufen, nehme das hier. Könnte ich auch kaufen. Nehmen wir das. Könnte ich kaufen, könnte ich kaufen, könnte ich kaufen. Ja, also, das wäre jetzt nicht so gut, aber naja, das würde gehen. Könnte ich kaufen, könnte ich kaufen, könnte, naja. Alles, everything. Wie willst du Nudeln kalt kochen? Naja, es gibt bestimmt physikalische Vorgänge, bei denen man Sachen kalt erhitzt, oder? Oh, Leute, es gibt alles, come on. Es gibt sogar flüssige Luft, also come on. Also kann man bestimmt auch Nudeln kalt kochen. Oh ja, 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 ja. Ah, schade. Was mit Runans? Ja, gut. Ja, gut. So, was macht der? Der macht Wölfies. Meint ihr, ich schaff den? Also, wir schaffen ja, aber in time, so. Hab schon. Ah, Sacramento. Leute, bin ich Schako oder bin ich Knacko? Also ein bisschen Hilfe habe ich bekommen. Cool, cool, cool. Aber Leute, ich bin nicht Dibble und ich mache Turbo 4 Damage. Also ich möchte so weit gehen. Ich gehe bis hier. So weit gehe ich. Und sage, mit Gale Force hätte ich das nicht geschafft. Okay, jetzt bin ich tot. Gut. Gut, 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 gut. Mit Druck kann man auch kochen. Stimmt. Man kann doch auch auf den Bergen irgendwie kochen. Über Druck. Ja, ja, stimmt. Das gibt's mit Druck. Da, genau, da haben wir die Physiker, die Twitch-Physiker, Chat-Physiker. Cold Brew, ja genau. Wie funktioniert denn Cold Brew? Man kann auch Kalt-Kaffee, wie heißt das? Aber das ist dann einfach nicht gekocht, sondern da läuft einfach Wasser dann drüber, oder? Wie läuft Kalt-Kochen? Cold Brew. Mit Abishaku, ja hier, das hier hätte mit Abishaku halt auch nicht geklappt. Weil Abishaku einfach keinen Damage hat. Also er hat Burst, aber er hat keinen Sustained Damage. Du bist keine unendliche Zahnpastatube. Du bist quasi. Womit könnte man Schako vergleichen? Also eine Zahnpasta drückst drauf, unendlich kommt immer was raus. Immer Damage, 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 Damage. Ne, Heinz Ketchup. Da haust du irgendwann so drauf oben und dann kommt einfach nichts mehr. So, du haust drauf, am Anfang so. Puff. Das ist alles voll, alles überall auf dem T-Shirt, überall Ketchup. Und dann musst du aber irgendwann so klopfen, klopfen und es kommt einfach nichts mehr. Quasi, aber die machen Baron. Naja, wenn ihr Baron macht, dann mache ich Blue, oder nicht? Ja, ich truste in meinem Team, Leute. Trust ist ein wichtiges Element. Ich truste, dass ihr das macht und bereite schon mal den Drachen vor. Mit, indem ich hier rumlaufe. Und mir jetzt jemand im Jungle snacke. So. Wir warten einfach hier wie so ein kleiner Sneak und dann. Oh, ich hätte mir ein Schwert kaufen können, oder? Mist, dann kaufen wir noch eben. Wir haben ja schnell einen Backport. Die wissen ja eh, dass ich hier bin. Schwert, Schwert, Schwert. Wo ist ein Schwert? Schwert, da, Schwert, 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 Schwert. Wir gehen jetzt in Swinity Swatch. Ist eigentlich ein guter Bild, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach so behaupten. Mit Inten könnte ich meine Teammates auch zum Kochen bringen. Stimmt. Und das wäre ohne Hitze. So klug. So klug. So, Wasserdrache. Die Frage ist, haben wir Bock? Ich will nicht als erstes sterben. Ich muss, Leute, als Schako muss man die Pferde von der Herde trennen. Das heißt, der ist schon mal getrennt, aber den will ich nicht, weil der hat Ult. Wir müssen auch am besten warten, bis jemand Ult benutzt. Dass ich das nicht ins Gesicht bekomme. Oder ich dodge es. So, Hekarim ist nicht da. Das ist deren Jungler, actually. Das heißt, eigentlich ist das Teil hier free. Aber irgendwie haben die halt Lux und Malphite und da habe ich keinen Bock drauf zu sterben. Ich könnte aber reininterpretieren. Pull den nochmal. Ich one-shot einfach Lux, Leute. Müsste auch klappen, oder? Shit. Guten Abend! Oh, shit. Das ist ein bisschen bad. Das ist ein bisschen bad. Ich jetzt krieg gleich eine Ult ins Gesicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, das war ein bisschen bad, aber ich lebe. Okay, es war ein bisschen bad, aber ich lebe. Und er nicht. Ich glaube, er hat noch gerade geultet, oder?
Ja, also es war, ich finde da keine Entschuldigung. Das war einfach, aber dafür töte ich sie. Ist das, nein! Okay, pass auf, Ignite, du kriegst noch einen Ignite. Ignite, okay. Naja, sie brennt. Nee, das heißt nicht. Ja, ey, was war das für ein Slow? War das ihr Laserding? Ja, ne? Mist. Ja, das war nicht gut gespielt. Das war ohne Köpfchen. Das war einfach mal, um zu zeigen, so läuft's ohne Köpfchen. Hallo, Tynex. Wie geht es in der Antarktis? Wobei, es ist nicht mehr Antarktis, oder? Der ist tot. Der ist tot. Zack. Oh, das war so ein richtiges Outplay. Das war ein Outplay. Ja, das hier... Hier sind viele Dinge schiefgegangen. Hier ist einfach alles. Das war Worst Case. Erstens wollte ich über die Mauer springen und hab's nicht geschafft. Das ist so wie dieses Boxspringen. Boah, das ist auch so richtig fies, ne? Boxspringen. Gab's eigentlich mal so Momente, wo ihr nicht... Also in der Sporthalle dieses Boxspringen, wo man da über das Ding drüber springen musste. Hattet ihr das mal, dass ihr dagegen gesprungen seid? Ich bin mal gerade am Überlegen. Ich glaube nicht. Klar, es gibt dann die Leute, die wissen, sie schaffen sich und die hören dann einfach direkt vorher so auf, so. Aber so direkt dagegen? Ich glaube ich nicht, ne? So mit Vollkravems? Da wäre Gelfrost gut beim Boxspringen. Könntest du drüber dashen oder davor nochmal beschleunigen oder sowas? Ja, das war ich. Du warst die Bremserin? Oder die dagegen springe? Du warst die Bremserin. Rate mal, wer noch mehr möchte. Lini, ich weiß, du warst die Bremserin. Yay, smiley face, less than three. SnooTV. Danke dir, mein Schatz. Herzlich miau. Herzlich miau. Oh, hier unten ist die Party ab. Hier ist die Party los. Ich bin unterwegs. Danke dir. Was ist eigentlich mit Urgott? Spielt er eigentlich mit uns? So ein bisschen. Ich bin da. Ich hab Bock. Oh ja, ich hab mega Bock. Wir müssen Jinx töten und wir müssen die... Ich hab Bock. Die Frage ist... Kann ich alleine so viele Gegner töten und portet er back? Ich muss von hinten. Slip. Und jetzt gehen wir wieder outside of the vision, damit sie nicht wissen, wo ich bin. Das ist quasi, sie wissen nicht, wo ich bin. Naja, das ist der Punkt. Und jetzt denken sie, dass ich irgendwo da bin und jetzt bin ich nämlich hier und du bist tot. Ah, shit. Na gut. Wo sind die alle hin? Waren die nicht gerade alle da? Okay, dann gehen wir Mitte. Schmitte. Ich war die Bremserin. Eine Bremserin. Eine Klassik. Oh, ich bin zu langsam. Slip. Ja, Laser doch. Interessiert mich nicht. Hat mich das getroffen? Glaub schon, oder? War das das E? Vielleicht war es auch das E. Wieso werde ich hier gepinkt? Krake und Pinkney die Sterak. Ja, ist das jetzt Nice Damage, Chaco? Thanks. Ha, das ist so XX. Ja, hä? Ich meine, ich habe nur ein Tank-Item. Das ist doch berechtigt, dass ich Damage mache, oder nicht? Ist es das nicht? So, wir können... Wie viel kosten einen Swin? Oh, ein Swin ist die Swatch ist fertig. Schön. Ich hatte auch immer viele Ausreden, warum ich nicht am Sport unterteile. So eine warst du? Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine bist. Ja, ich habe meinen Turnbeutel vergessen. Ich glaube, Ausreden hatte ich auch mal, aber... Turnbeutel vor allem, mein Turnbeutel vergessen. Haben die Schüler heutzutage immer noch Turnbeutel? Ja, er ist tatsächlich neidisch. Er spielt einen Late-Game-Champ und macht weniger Damage. Aber ich habe auch doppelt so viele Kills. Ich war ein bisschen kreativer. Ja, dann hau raus. Dann hau mal raus. So, jetzt müsste der übel schnell sterben hier. Ja. Es geht schon gut. So, dann holen wir uns jetzt einen Gegner. Wir werden jetzt einen Gegner suchen. Ich habe mich immer wieder hinten angestellt, das hat keiner gemerkt. Wow, du bist ja richtig, naja, illegal, so richtig, wow. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich würde gerne jemanden one-shotten, aber ich werde sterben. Okay, wir müssen auf den richtigen Moment warten, Leute. You have to wait for the right... Guck mal, Yasuo, er macht's falsch. Vielleicht überlebt er es, aber er macht's falsch. Richtig ist, jetzt da reinzugehen. Guten Tag. Guten Abend. So, seht ihr? Falsch. Richtig. Seht ihr das? Oh, den will ich auch noch. Snip. No. Na gut. Aber schön. Heutzutage machen die einen Jeans-Sport. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch auf Frauen. Die haben so mega diese smoothen Leggings und sowas. So... Ich glaube, in Jogginghose hat man nie Sport gemacht, oder? Ich glaube nicht, oder? Naja, doch. Ja, doch.
Ja, also es kommt drauf an. Nee, ja, doch, ja, so keine Ahnung. Ja, cool. Schön.